Kein Tag ohne ein neues iPhone 5 Gerücht. Dieses Mal dreht es sich um ein Thema, das bereits vor Wochen bzw. Monaten auch in den Medien rumgeisterte. Das Wall Street Journal hat diesmal erneut über die In-Cell-Display-Technologie in Verbindung mit dem iPhone 5 berichtet. Die Sache ist die, dass Hersteller nun die Möglichkeit haben, anstatt zwei unterschiedlichen Lagen fürs Display, eine für den Touch-Sensor und eine für die LCD-Einheit, diese beiden miteinander zu verschmelzen und entsprechend das Display insgesamt etwas dünner zu gestalten. Nun hätte Apple zwei Möglichkeiten. Man könnte das iPhone insgesamt dünner machen oder man könnte das mehr an Platz, was man gewinnt, dazu nutzen, um beispielsweise den Akku etwas zu vergrößern, weil das neue iPhone 5 ja unter anderem ein etwas größeres Display mit einer höheren Auflösung noch anbieten soll. Gerüchteweise und zudem neue Netzwerktechnologie wie LTE integriert werden soll, die zuletzt auch im iPad 3 untergebracht worden ist. Entsprechend könnte man denken, dass Apple das mehr an Platz gut dazu gebrauchen kann, um den Akku zu vergrößern. Dazu passt dieses Bild, das wir in unseren Blogartikeln häufig verwenden, das wir bei 9to5Mac gefunden haben, vor Monaten, also im Mai war es glaube ich schon. Diese beiden Bilder stellen die potenzielle Rückseite des iPhone 5 dar. Man erkennt den Aluminiumguss in der Mitte, weg von dem Glas. Man erkennt dort auch zwei Farben. Gerüchteweise waren es mal auch vier Farben, die es hätten sein können. Da muss man dann allerdings abwarten. Also im Bericht des Wall Street Journal geht zum Beispiel hervor, dass derzeit drei Firmen für Apple die Displays produzieren. Das sind neben Sharp und LG noch die neu gegründete Japan Display Incorporated, die sich aus den Display-Sparten verschiedener Hersteller zusammensetzt, die zwecks Neugründung aus den ursprünglichen Mutterkonzernen ausgegliedert wurden und ihre Ressourcen nun zusammengetan haben, um gemeinsam Displays herzustellen. Wer am Ende, wenn es tatsächlich so sein sollte, wie berichtet wird, in die Röhre guckt, sind übrigens die Hersteller des Displays des iPhone 4S, denn die bisherige Display-Technologie würde dann natürlich beim iPhone 5 nicht mehr zur Verwendung kommen und Hersteller, die sich allerdings auf die Produktion eingestellt hatten, die das Display für das iPhone 4S produzieren, das sind unter anderem WinTech und die TPK Holding, die dann leer ausgehen, wenn Apple Displays für das iPhone 5 fertigen lassen wird. Vielleicht können wir ja unter unserem Beitrag auch eine Diskussion starten, deswegen stelle ich einfach mal die Frage in den Raum, was wäre euch lieber, ein dünneres iPhone oder mehr Akkuleistung? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.